Herzlich willkommen, Friederike. Wir haben uns auf das Du geeinigt. Vielen Dank für deine Zeit. Stell dich gerne mal in eigenen Worten den Hörerinnen und Hörern vor. Ja, guten Tag, mein Name ist Friederike Boissevin. Ich bin vom Beruf Ärztin, Internistin mit einer Zusatzbezeichnung für Hämato-Onkologie, das ist Tumorerkrankung und Palliativmedizin. Das mache ich schon eine Weile und noch viel länger, eigentlich mit Beginn des Studiums, noch ein bisschen davor, habe ich mich für Zen interessiert. Damals gab es da längst nicht so viel Auswahl wie jetzt. Für mich war es nach einer bestimmten Suche, so auch in meiner eigenen Tradition, also im Christentum, das erste Mal, dass mir doch Fragen beantwortet wurden, Fragen, die ich einmal die ganze Zeit hatte und die in dem christlichen, auf meiner Suche nicht so beantwortet werden konnten. Und mir war ziemlich klar von eigentlich einem Praktikum, so auch in Krankenpflegehelferpraktikum, dass ich zwei Dinge brauche für den Beruf, also ein ja, solides oder zumindest ein gefestigtes Privatleben. Und weiß ich noch, wie ich nach Hause kam, von meiner Mutter erzählt habe, die etwas überrascht war, einen Hintergrund, den ich von zu Hause nicht mitgebracht habe, den ich heute als spirituellen Hintergrund bezeichnen würde. Das konnte ich damals nicht so in Worte fassen. Und ist das Zen gewesen. Wie gesagt, war ziemlich jung. Und ich habe auch nie, ich habe gleich gemerkt, obwohl ich nichts verstanden habe an Worten, das ist es. Und dabei bin ich auch geblieben. Ich habe mich auch nie richtig, eigentlich ernsthaft mit einer anderen spirituellen Tradition befasst. Und so ist das so ein paralleler Weg geworden, der meine Ausbildung in der Medizin und dann auch meine berufliche Tätigkeit begleitet hat und befruchtet hat. Und das kann man eines ohne das andere, kann ich mir gar nicht vorstellen. Das Zen hat mein Leben auf eine Art und Weise inzwischen wirklich umgedreht und auch meine Arbeit verändert. Ja, beides geht so zusammen. Und aus dem allen resultierte auch dann irgendwann eine Überlegung, ja, sozusagen Buddhist zu werden, auch in ein Kloster für eine Weile zu gehen, wieder zurückzukommen. Eine kleine buddhistische Gemeinschaft, die wir Sangha nennen, hier zu gründen und jetzt schon im 20. Jahr weiter zu ja, begleiten, betreuen. Und aus dieser Arbeit auch, weil es irgendwann klar war, ja, das Zen ist ja schon sehr speziell, nur das stille Sitzen vor der Wand, da muss eigentlich noch ein bisschen mehr sichtbar werden. Und aus meinem Beruf heraus hat sich die Hospizarbeit angeboten. Ich habe auch da, das ist jetzt 10 Jahre her, in dieser entlegenen Region, in der ich wohne, im schönen Schleswig-Holstein, einen gewissen Mangel gesehen. Nämlich es gab da keinen Hospizverein auf unserer schönen Halbinsel hier. Und dann haben wir den gegründet. Und aus dem allen ist erwachsen, vor 1,5 Jahren haben wir einen Hospiz hier eröffnet für Kinder und Erwachsene. Und mein Leben spielt sich sozusagen in diesen verschiedenen Bereichen ab. Ein bisschen Kunst ist auch noch dabei, aber ich glaube, das umfasst es schon ziemlich gut. Die Zen-Tradition ist eine Sache, die dich seit sehr vielen Jahren schon begleitet. Und du hast gerade schon gesagt, dass du die eine Zeit lang in einem Kloster verbracht hast. Was heißt eine Zeit lang? 4 Jahre. 4 Jahre, wow. Und du hast gesagt, dass du da die Sangha, also die Gemeinschaft, begleitet hast oder betreut. Und wie kann man sich das vorstellen? Also hast du da so eine Art organisatorische, leitende Rolle dann auch übernommen in diesem Kloster? Nein, das habe ich vielleicht nicht gut ausgedrückt. Also die Klosterzeit ist separat. Das war auch in den USA. Das waren zwei Abschnitte hier von jeweils 2 Jahren, auch an verschiedenen Orten. Und aus dem heraus ist, glaube ich, erwachsen das Bedürfnis mit Menschen, so wie, also das war zumindest der erste Aufenthalt, war ein klassisches Klosterleben nach altem, ich würde fast sagen, chinesischem Stil.
entstand dann das Bedürfnis, mit Menschen zu Hause auch zu üben, nachdem doch immer mehr klar wurde, dass ich vielleicht, also das ist irgendwie so gefallen. Ich hätte auch gut dort bleiben können, wirklich. Das ist ein Leben, was mir sehr entgegenkam, Lebensstil, so anders, so völlig anders, wie das jetzt vor meinem jetzigen Leben ist. Aber Koffer habe ich, glaube ich, da doch stehen gelassen. Gut, dann war klar, ich würde gerne mit Menschen üben und so war das später dann zu schauen, hier in der Gegend gibt es da vielleicht Leute, die zusammen sitzen wollen und so entstand die Wind- und Wolken-Sangha. Das ist jetzt 20 Jahre her. Ich wollte fragen, sind Sie zu dem Kloster gekommen, weil Sie gesagt haben, dass Sie dann Antwort von bestimmten Fragen gesucht haben? Und falls ja, welche Fragen waren die das? Naja, das war, also ich habe in meinen Jugendjahren, also mit 18 oder so, mit dem 19, mit dem Sitzen angefangen. Das heißt, das war schon eine ganze Zeit lang später, gute 15 Jahre später. Und hat sich, glaube ich, so, kann man sagen, entwickelt. Ich habe gemerkt, dieses Fahren zu den Kursen ist gut und hat auch, das war ja dann noch die Zeit des Studiums, geholfen, ganz bestimmt. Da waren so viele Dinge im Medizinstudium, die ich nicht verstanden habe. Also ich wollte ja wissen, was ist da drin? Was ist ein Mensch? Vielleicht ein bisschen naiv. Und ich habe es irgendwie nicht gefunden. Anstattdessen hatte ich ständig Kurse mit Dias und Vorträge und ich habe nicht das gesehen, was ich eigentlich gesucht habe. Ja, gleichzeitig war das Sitzen auf dem Kissen, das muss ich auch dazu sagen, war richtig für mich ziemlich schmerzhaft. Ich bin kein Naturtalent gewesen, also wieso nicht, aber Mann, oh Mann. Das, ja, ich sage, ich habe eine ganze Weile gebraucht, überhaupt mal nur ein kleines bisschen Pause in meine Gedanken zu bekommen. Und dann war aber doch klar mit den Kursen und so, ich komme nicht weiter. Also da war noch was, was mir nicht zugänglich war. Das habe ich gespürt. Das geht natürlich ein paar Jahre, weil das war ein radikaler Schritt. Und dann sind auch einige, wie das dann so ist, rückblickend fast logisch, Dinge in meinem Privatleben passiert, auch in der Arbeit, die also mir doch deutlich gezeigt haben, ich muss ja jetzt mal mich entscheiden. Und dann war das irgendwie fast alternativlos, obwohl es das natürlich nicht war. Und damals war ich schon sehr, ich würde sagen, ja, was die Eltern sagen und wie es ausschaut und so. Und das war natürlich zumindest nicht in der Erziehung, so wie ich groß geworden bin, machte man das nicht. Ich habe ja ganz gute Karriere gehabt und dann in einem Haus zu wohnen. Zumal so das erste halbe Jahr war vielleicht Verständnis da, auch die brauchen jetzt mal eine Pause, die armen Krebskranken und so, aber ich wusste von Anfang an, das ist nicht nur eine Pause. Und das war dann etwas schwer, die wirklich zu kündigen und auch zu sagen, nee, ich bleibe jetzt erstmal da und ich weiß auch nicht, wann ich wiederkomme. So, das war, ja, dann war ich auch nicht so gut in Englisch, da waren so ein paar Dinge dabei, aber letztendlich, also hat das auch meine Übung, da habe ich eigentlich erst verstanden, was das überhaupt ist zu üben. Obwohl ich vorher war ich in diesen Kursen, die wir ja Sessions nennen, wo man also viele Stunden sitzt und das war auch nicht schlecht, aber es war, kann man nicht vergleichen. Das liegt natürlich auch daran, dass das ein Schweigekloster war in der Wildnis in Kalifornien, wirklich einfach. Und von dem ersten Tag an nahezu all meine Befürchtungen sich bewahrheitet haben. Mit der Einschränkung, ich konnte ja nicht weg. Also es war weit weg von irgendwie einem Ort. Ich war da so gefangen sozusagen hinter den Klostermauern. Das heißt, ich musste mich dem stellen. Und alles. Körperliche Arbeit und die Sprache nicht können, nicht wissen, so würde ich das mal zusammenfassen, wo ich doch aus so einem Beruf komme, der sich dadurch auszeichnet, dass ich diejenige bin, die weiß und deswegen lese ich auch so gerne und sammle Informationen und da gab es nichts zu sammeln, weil wir durften uns nicht anschauen und
miteinander gesprochen, sehr geordnet haben wir eine Stunde in der Woche, fast so wie bei den Trappisten. Und da kommen natürlich alle Geschichten und Bedenken und kann man nicht aus. Für mich war das gut, auch wenn es natürlich hart war. War auch körperlich hart, weil war von der Konstitution her nicht so mit Häuser bauen und Gräben ausheben und ständig wirklich auch richtig arbeiten da in der Hitze. Ja, dann habe ich Angst vor Tieren und das war echt in der Wildnis. Also in der ersten Woche habe ich schon gedacht, das geht nie gut, aber mein Ticket war erst ein halbes Jahr später. Und mit der Zeit habe ich auch gesehen, also wir waren da auch nur 9 Leute, was für nette Mitmönche ich da hatte und wie gut man sich kennenlernen kann, auch ohne Sprache. Und was für eine liebevolle Gemeinschaft das war. Es war sicherlich die, wirklich fast kann ich sagen, die zärtlichste Zeit in der Gemeinschaft, die ich je erleben werde, weil wir uns richtig gut kannten. Ja, du guckst dich nicht an und du weißt genau, auf dem Kies geht so und so. Ja. Und es gab eine Art von Verbindung. Natürlich spielte sich viel im Kopf ab, aber diese ganzen anderen konditionierten Dinge, die fallen weg. Aus dem simplen Grund ist natürlich alles sehr künstlich, weil man sich gar nicht unterhält. Also du kannst diese Beziehungen in dem klassischen Sinne gar nicht eingehen. Du kannst in deinem Kopf alles Mögliche machen, aber dann ist eben klar, ist ja auch Teil der Übung, die nennen das Protected Environment, also eine ganz künstliche, aufgestellte Umgebung, damit jeder eben seinen inneren Weg gehen kann. Und ja, da ist einiges sonst noch auch passiert, da war ich 2 Jahre und dann dachten alle, na nun aber. Und dann war ich zu Hause und habe festgestellt, das reicht noch nicht. Ja, und dann hat sich das so ergeben, dass ich dann noch ja, gute 2 Jahre in einem ganz klassischen Soto-Zen-Ausbildungskloster verbracht habe, wo es so auch eher um die Formen im Zen ging und um die Tradition, wo man, also wir durften, oder ich habe auch nichts zu lesen gehabt und kein Telefon, Post einmal die Woche. Also in dieser ersten Zeit war wirklich eine Reduktion, in der zweiten Zeit war das dann schon mit Bibliothek und so weiter. Dennoch habe ich dieser Stille auch oft mal etwas nachgetrauert. Ja, das beantwortet nicht die Frage, habe ich das gefunden? Irgendwie, also natürlich bin ich da immer noch auf der Suche, aber es hat mich den Fragen, also es hat mich zu anderen Fragen gebracht und dann natürlich auch zu anderen Antworten. Zum Beispiel, was möchte ich eigentlich mit meinem Leben machen? So, weil ich schon früh, da kann ich mich noch dran erinnern, gedacht habe, so, also wenn man so als Kind rausguckt und denkt, die Blätter fallen da so, ist da eigentlich auch nicht so anders wie ich selber. Und was passiert denn da jetzt? So, warum bin ich hier? Und was soll ich eigentlich tun? Und so, ich bin ganz traditionell aufgewachsen, als Gründergeneration auch so. Für meine Eltern waren Sachen echt wichtig. Ich will nicht sagen, dass sie nicht wichtig waren, aber irgendwie habe ich schon gedacht, eigentlich sind sie ziemlich unglücklich. Also da war immer so ein Suchen. Und die erste Begegnung eigentlich mit jemandem der Zen-Tradition, die auch dann meine Lehrerin wurde, da hat mich zum ersten Mal jemand gesehen. Ja, so, dabei hat sie nur gesagt, wir kommen zum Kurs. Und ich war wie vom Donner gerührt. So, und so ging das weiter mit natürlich vielen auch harten Begegnungen, weil man der Zen-Weg ist sicherlich in den ersten 10 Jahren bestimmt auch eine Art Selbsterfahrung. Ich würde jetzt das nicht unbedingt Psychotherapie nennen, weil ich glaube, da muss man gut unterscheiden, denn Zen ist nicht ein Heilmittel für alles und auch nicht für jede psychischen Erkrankungen. Aber allein die Erkenntnis oder ich würde eher sagen die Erfahrung, das ist ein besseres Wort, dass das, was meine Gedanken mir sagen, nicht immer oder meistens nicht richtig ist. Das war schon also fast am Anfang beängstigend.
Und dann befremdlich und jetzt ist es auch vorbei. Aber ich war da schon ziemlich belegt von, was mir da eben gesagt wird. So meistens eben negative Dinge, die mich auch da blockiert haben und die ständig die Aufmerksamkeit nach außen hatten. Also was sagen die jetzt über mich? Kann ich jetzt so reagieren? Oder wenn zwei zusammenstanden, war ich sicher, die sprechen jetzt gerade über mich. Und was weiß ich, wie sehe ich aus und kann ich das jetzt tun? Das waren eigentlich und immer eine Verteidigungshaltung, obwohl es gar nichts zu verteidigen gab. Ja, und das hat das dann ziemlich umgedreht. Kommt mir heute in meiner Arbeit sehr zugute, ja, wo ich einfach meistens sage, ja, gibt ja 100, weiß ich nicht, Anfragen. Dieser wunderschöne Beruf ist ja ein Kontinuum an Beantworten von Rufen, würden wir denn sagen. Wie Avalokiteshvara hört die Rufe der Welt, da bin ich Millionen Jahre von entfernt. Aber zumindest kann ich, auch wenn es 10-mal in einer Stunde schellt, immer den Hörer abnehmen und mich dann bemühen, mit einem einigermaßen freundlichen Ton zu sagen, ja. So. Und ohne das Zen wäre das anders. Ja, und vielleicht auch mehr auf, ich muss auf meinen Platz achten oder ich muss auf mein Reich achten. Und das hat sich auch verwischt, bin ich jetzt nun Arzt oder bin ich Priester? Ich bin ja Zen-Priesterin oder demnächst auch Zen-Lehrerin. Was bin ich denn jetzt gerade? Oder bin ich hospizlich ehrenamtlich unterwegs? Das ist eigentlich eine schöne Vermischung, wo ich selten frage, wo ist jetzt meine Zeit? Das ist auch dann meistens etwas, was zu Leiden führt, wenn wir sagen, jetzt müssen wir das machen, aber danach, dann später, kommt dann meine Zeit und dann sitzt du da und denkst dir, okay, meine Zeit. Und was habe ich den Rest gelebt? Also natürlich muss man eine gute Balance halten, das ist klar. Aber die Dinge, die haben mir echt geholfen. Du hast ganz am Anfang vermittelt, du hast nach der Frage gesucht, was ist der Mensch? Was ist der Mensch für dich jetzt? Ich denke, wir sind hier, um zu helfen mit einer Einschränkung und um, auch wenn es ein altmodisches Wort ist, um zu dienen. Bei dem Helfen sollte es ein Helfen sein, einfach so. Und nicht, weil der so arm dran ist oder weil ich irgendwie höher bin. Oder weil ich mich besser fühle, wenn ich helfe, sondern einfach, weil er gerade mein Rat, meine Hand, was auch immer braucht und dann gebe ich die. Und so wie wir im Zen sagen, gelingt das, umso besser, desto mehr ich meine Belange zur Seite stelle. Also ich verschwinde ein bisschen. Ja, wir sprechen davon nicht ich. Oder unsere Identität, so ist es vielleicht psychologisch, besser für den Moment mal zur Seite zu stellen. Ja? Meine Rolle vielleicht auch, ne, habe ich den meisten Kittel an und sondern zu sagen, ja, hier hast du das. Und wir begegnen uns nackt, ja, ohne die ganzen Attribute und treffen uns von Mensch zu Mensch. Und ich glaube, für diese Begegnungen und letztendlich für diesen Austausch sind wir auch hier. Und wenn wir so leben könnten, also unbesorgt, auch selbst unbesorgt, wie geht es mir dabei, was habe ich davon, was kostet mich das, was kriege ich zurück, alles das wegzunehmen, weil wir uns gut kennen und auch nicht gucken müssen nach außen, wie wirkt das jetzt, sondern weil wir das durch uns durchlaufen lassen können, weil wir unseren Platz auch gefunden haben und weil wir auch erwachsen geworden sind, was ja ist ja ein Irrtum, dass man denkt, nur mit dem Geburtstag werde ich erwachsen, sondern erwachsen heißt ja auch Verantwortung übernehmen für mein Leben und für meine Handlungen, für die Wirkungen. Und ja, ich glaube, deswegen sind wir hier und dann gibt es
Ich meine, wenn ich mal dieses zusammengesetzte Ich, so wie wir im Zen sagen, beiseite gelegt habe, weil ich einfach weiß, es ist flexibel und sehr veränderbar, ziemlich vergänglich, letztendlich auch eher kurz, zerbrechlich und mit etlichen Ecken und Kanten, dann muss ich es auch nicht mehr so wichtig nehmen. Naja, dann eröffnet sich die Welt. In Berlin ging es um den Dogen, den Gründer der Schule, der Zen-Schule, der ich angehöre, der in einem sehr schönen Kapitel eben gesagt hat, wenn das Selbst oder das Ich verschwindet, kommen die 10.000 Dinge nach vorne. Dann kann ich also sozusagen die Welt sehen oder die Welt kann mich sehen. Wir denken ja meistens nur in die eine Richtung, aber die andere funktioniert ja auch. Also kann ich sozusagen verwirklicht werden, indem ich die Welt sehe, aber auch umgekehrt. Die Welt sieht mich und verändert mich auch. Eine zirkuläre Bewegung. Da ist dann nicht mehr, wo bin ich und wo sind die anderen, sondern es ist ein Zusammenkommen. Die Folge ist, dass ich eigentlich nicht so viel Schaden anrichten kann, weil es gibt ja nicht so einen großen Unterschied zwischen mir und den anderen. Und alles andere sortiert sich, glaube ich, von da. Und ob das nun der Mensch ist, ich glaube, der Mensch ist auch ein Wesen, dessen Grenzen sehr dehnbar sind, also die auch weit über die so physischen Grenzen hinausgehen können, hinausreichen können, auch vor allen Dingen hinaus spüren können, wenn der Moment richtig ist. Also denke da an meine Arbeit, an ein Gespräch vorhin, wo ich nicht so genau wusste, wie formuliere ich jetzt. Also letztendlich in meinen Gesprächen geht es ja leider sehr oft darum zu sagen, dass es besser ist, jetzt keine weitere Chemotherapie zu machen und dass wir jetzt auf der letzten Strecke unseres gemeinsamen Weges angekommen sind, das dann auch so auszusprechen und gemeinsam zu überlegen, wohin gehen wir denn von dort. Und das war ja ein bisschen schwierige Umstände. Und ich komme da rein und gucke den Herrn an, der ein bisschen älter ist vielleicht als ihr. Und ich wusste, der weiß das alles schon. Ja, und ich muss jetzt gar nicht so große. Und letztendlich haben wir dann uns über den Sinn von Vitaminen unterhalten. Wir haben überhaupt nicht über Therapie gesprochen. Ich glaube, ohne so die Zen-Erfahrung hätte ich halt das Klassische, wie es im Lehrbuch steht, schwierige Gespräch geführt. Hören Sie mal zu, jetzt haben wir im Computertomogramm ist das und das und jetzt haben wir diese Befunde und so weiter und so fort. Und sein letzter Satz war, naja, am Lebensende brauchen wir eigentlich nicht mehr so viel Vitamine. Und habe ich gesagt, nein, das ist schon in Ordnung und dann reden wir morgen über Hospiz. So ein Gespräch, also hätte ich nie führen können, hätte gar nicht die Freiheit gehabt zu sehen, ich muss das jetzt nicht alles durchdeklinieren, der weiß das schon. Und wir können auch morgen dann mit den Eltern gut sprechen. Ja. Wow, diese Geschichte, ich habe mir das Ganze vorgestellt und Gänsehaut bekommen. Ich kann mir schon vorstellen, wie Sie über all das durchgehen. Auch wahrscheinlich ändert sich ja das auch. Was hast du meintest, helfen und dienen. Und was ist der Unterschied zwischen beiden für dich? Naja, helfen, ich würde eher das Dienen favorisieren. Es hat natürlich so ein bisschen so einen alten Touch, auch vielleicht ein Wort, ja, das da auch beschädigt worden ist von der Geschichte. Die Unteren haben gedient und die Oberen haben geherrscht. Ich meinte aber eher so ein bescheidenes Dienen. Ja, und einfach weil es Spaß macht zu geben. Ja, und weil man so viel mehr zurückbekommt. Und ich denke da auch an die Hospizarbeit. Also es ist ja so, ich bin ein Hospizverein. Der Hospizvereine in Deutschland bilden Ehrenamtliche aus, die in die Familien von Schwerkranken gehen oder ins Krankenhaus
oder in Pflegeheime, um die Lücke zu schließen, die, sagen wir mal, die medizinische Versorgung oder die pflegerische Versorgung manchmal lässt, wenn zeitlich längere Begleitung erforderlich ist, vorlesen oder einfach unterhalten, diese Dinge. Und man könnte, das sind, ist bei schwerkranken Menschen, man könnte sagen, es ist eine ziemlich traurige Angelegenheit. Und in Ehrenamtsarbeit, das heißt, das ist reines Dienen einfach so. Und das ist eine zutiefst freudige Arbeit bei all der Traurigkeit, die es da manchmal gibt. Und so ein Dienen, denke ich, wo man hinterher beschenkt bei rauskommt, obwohl gar nicht so viel passiert ist. Und helfen, ja, ich denke, ist auch ein bisschen beschädigt, ne? So dieses, auch leider sagen, dieses christliche Helfen, weil ich irgendwie gut sein will. Ich habe das da auch in Berlin gesagt, deswegen fällt es mir gerade ein, weil ich das vorhin erwähnt hatte, da den Kongress. Der Buddha war nicht weniger daran interessiert, dass wir irgendwie gut sind oder hilfreich, zumindest verstehe ich das so, sondern was führt zu mehr Leiden? Meinem Leiden, also und was zu weniger. Und wenn wir dienen unbesorgt, weil wir wissen, wo unser Platz ist und aus was wir zusammengesetzt sind und nicht helfen, weil es uns gut tut und unsere Identität erhöht und die Armen hilflosen. Deswegen ist das mit dem Helfen immer so ein bisschen zweideutig. Gerade in der Hospizarbeit kann man natürlich sagen, ich bin bei Schwerkranken. Das funktioniert meistens nicht. Und wenn wir die Ehrenamtlichen aussuchen, muss man schon so sagen, da führen wir einige Gespräche am Anfang und sind immer sehr wachsam, wenn jemand sagt, ja, er möchte gerne helfen. Das ist meistens schon okay. Ja. Es ist auch, also wir haben ja dieses Hospiz auch gegründet und da ist natürlich noch klarer, wenn man mit jemandem spricht, der im Hospiz ist, dass die Uhr sehr laut tickt und Menschen, die so krank sind, haben nicht mehr so viel Kraft, ja, und sind also nahezu radikal im Setzen ihrer Prioritäten, weil wenn deine Energie nicht so groß ist, spüren sofort, wenn da jemand reinkommt aus so einem Impetus heraus, er möchte ihnen helfen. Und viele werden auch sagen, wir brauchen keine Hilfe. Ja, wir brauchen auf Augenhöhe einen Austausch oder gar nicht. So würde ich den Unterschied sehen. Ich habe noch eine Frage zu deinem Werdegang. Und zwar, du hattest gesagt, du bist in der Soto-Zen-Tradition Priesterin und demnächst Lehrerin. Das fand ich interessant, weil ich hätte das vom Gefühl her andersrum gesehen. Also chronologisch, dass man praktisch erst in die Lehrende und dann die Priesterrolle kommt. Vielleicht könntest du dazu ein bisschen was sagen, dass man das ein bisschen einordnen kann. Ja, ich kann sagen, also Lehrer ist einmal Sojun Mel Weitzmann, dessen Lehrer war Shunryu Suzuki und Hosan Alan Senauke vom Berkeley Zen Center. Und man kann in der Soto Zen Tradition sich entscheiden, wenn man das machen möchte, für einen Laienweg. Ja, und der ein Wie soll ich das jetzt erklären? Also in der klassischen Zen-Ausbildung gibt es die Möglichkeit, sich sozusagen öffentlich zu der Tradition und auch zu diesem buddhistischen Weg zu bekennen. Das ist in meiner Tradition so, dass man ein Lätzchen näht. Also ein Stück Stoff wird in etliche Einzelteile zerschnitten und dann in einer uralten Tradition wieder selbst zusammengenäht und sich gleichzeitig mit den Richtlinien für ethisches Handeln, die vom Buddha herunter weitergereicht wurden, beschäftigt und dann in einer sehr schönen Zeremonie diese Richtlinien annimmt. Ja, Richtlinien für, ja, sagen wir mal, ein
Leben, was der Befreiung dienen soll. Und das ist ein Weg, der sozusagen den Laien und auch den in der Priesterausbildung offen steht. Die Priesterausbildung hat natürlich ein paar traditionelle Elemente, wie Zeremonien halten können, beinhaltet aber auch, dass man in einem Kloster gelebt haben sollte und hat einen Anfang und ein Ende. Also es sind zwischen 3 und 6 Jahren Ausbildung. Lehrbefugnis ist nochmal was anderes. Also es ist nicht kausal miteinander verknüpft. Wenn die Zeit so da ist und wenn man dann nicht mehr länger Nein sagen kann, dann ist das nochmal eine andere Zeremonie. Hm. Ja. Ist dieses Ritual, bei dem man das zusammennäht, du hattest vorhin davon gesagt, dass wir ein zusammengesetztes Ich oder ein zusammengesetztes Ego haben, hängt das damit zusammen, dass es das symbolisiert oder interpretiere ich da jetzt was rein? Ich habe das nicht genau verstanden. Du hattest gerade gesagt, dass es dieses Ritual gibt, bei dem man dieses Lätzchen zusammennäht. Und vorhin hattest du irgendwann gesagt, dass unser Ich ein zusammengesetztes Ich ist. Und interpretiere ich das rein oder hängt das zusammen, dass man praktisch dieses Zusammennähen, dass es praktisch das verdeutlichen soll? Oder um was geht es da, dass man das zusammennäht? Das ist ein interessanter Gedanke, aber das sind zwei völlig verschiedene Dinge. Dieses Lätzchen, was wir Rakusu nennen, ist ein Symbol für Buddhas Robe. Als der Buddha seine Gemeinde oder wie man auch immer diese frühe Sangha nennen soll, gegründet hat und die sich ja als Mönche sichtbar gemacht haben, hat er Kleidungsstücke genommen, von die er gefunden hat. Weil das ist auch sicher ein Aspekt, der mich am Buddhismus und sehr gleich begeistert hat, dieser radikal sozialer Ansatz. Denn diese Stoffstücke waren im alten Indien von den Kastenlosen, den Aussätzigen oder den Kranken. Und die wurden dann gewaschen und das hast du dann zusammengenäht. Also so eine Flickenrobe hat Ryokan das genannt. Und das, die verkleinerte Version ist so ein Lätzchen, was man sich um den Hals hängt. Ja, als Symbol, dass du sozusagen, wenn man will, ist das Eintritt in die buddhistische Gemeinschaft vielleicht. Mhm. Sowas, wo man auch einen Namen bekommt, einen Dharma-Namen. Hat mit dem Ich insofern nichts zu tun, als unser Ich ja ständig auseinandergesetzt und wieder zusammengesetzt wird. Also das, ja, dieses ganz so feste, fun, ja. Das wäre praktisch, wenn man es einfach nur zusammennähen müsste. Aber es ist ein schöner Gedanke. Mhm. Ja, okay. Ich habe mich gefragt, wie verbindest du das Wissen von Zen und mit deiner Arbeit? Was waren deine große sozusagen Hilfestellungen? Du hast es auch mit dem Gespräch gemeint, ist mir geblieben. Was hast du noch gelernt? Ganz viel. Fängt an mit Gehmeditation in den Gängen. Die Krankenhausflure sind ja ziemlich lang. Also ich weiß noch, dass ich entsetzt war. Nein, ich war nicht entsetzt, ich war richtig, das war einer meiner Schockmomente in dem ersten Kloster. Das war auch ziemlich am Anfang, dass die in dieser einen Stunde und dann sagte die Lehrerin, natürlich ist, selbstverständlich ist unser Ziel, dass wir den ganzen Tag lang meditieren. Und ich war fassungslos. Also dass diese Qual auf dem Kissen, was für mich echt schwierig war, das soll wieder so den ganzen Tag lang gehen. Und mit der Zeit, na gut. Gehmeditation ist ja sozusagen die sitzende Meditation übertragen auf die Dynamik des Gehens, mit aber der gleichen Haltung oder dem gleichen Bewusstsein. Und das ist natürlich praktisch, zwar nehme ich die Handhaltung nicht so ein wie in einem Meditationsraum, aber trotzdem kann man ja sehr gut Gehmeditation machen, also zwischen den Ereignissen.
Die Steigerung jetzt in meiner Arbeit ist Gehmeditation, während du am Telefon bist, weil wir alle direkt erreichbar sind. Das heißt, eines meiner Hauptwerkzeuge ist das Telefon. Und da sehr hilfreich, wirklich, ist der kürzlich verstorbene Thich Nhat Hanh, der ja so etwas hatte wie Telefonmeditation. Also das ist schon ein bisschen her. Das erste Mal gehört habe ich gedacht, ja, das ist das, weil er ungefähr so, oh, hello, my little telephone, how are you? Und so. Und ich denke mir manchmal, das ist damit weggegangen. Also das ist einfach Teil meines Berufslebens. Das wird auch immer so bleiben. Aber man könnte auch sagen, es gibt einen Koan, wo Meister Suigan immer jeden zu sich ruft. Also wer da? Ja. Das heißt, ja. Ich heb das ab, ich denke mir jetzt nicht, was will dieser Idiot schon wieder von mir oder warum immer ich oder kann das nicht jemand anders oder ich stelle das jetzt ab oder ich schreie jetzt nicht da rein, was es durchaus auch gibt in meiner Arbeitswelt, sondern ich sage ja und bemühe mich, aber ich sage gleich, das gelingt nicht immer, meinen Namen oder was auch immer halbwegs freundlich rüberzubringen. Ja, das habe ich gelernt, so praktische Dinge. Aber sicherlich auch den Kopf leer genug zu haben, dass die verschiedenen Anforderungen noch reinpassen, auch parallel. Das ist ja nun mal so. Ich glaube, egal welchen Beruf man hat, du wirst angerufen, jemand steht neben dir. Du müsstest eigentlich schon übermorgen, also du müsstest schon woanders sein oder Leute warten auf dich und Hunger hast du auch. Und das halten zu können für den ganzen Tag. Und zu versuchen, die Fragen alle zu beantworten und damit, weil ich ja auch Verantwortung habe, auch für junge Ärzte oder für eine Station, ne, den Laden zusammenzuhalten und halbwegs Ruhe dabei auszustrahlen. Und weil das überträgt sich ja sofort. Ja, und dann würde ich, das habe ich schon gesagt, die Gespräche nennen. In meinem Beruf, in meiner speziellen, also mein Alltag besteht aus Gesprächen mit schwerkranken Menschen, sind starke Emotionen an der Regel und Wut und Trauer hängen ja eng zusammen. Das heißt, auch das Umgehen mit Wut ist mir am Anfang schwer gefallen, weil ich bin nicht schuld. Aber natürlich das auch anzunehmen, dass egal wer da jetzt ist, der muss das jetzt aushalten, diese ungesortierte Wut und irgendein Hausarzt hat immer irgendwas übersehen oder und das anzunehmen und zu versuchen, es zu verwandeln. Und auch, das hat sich natürlich gewandelt, weil ich diese Arbeit ja schon eine Weile mache. Am Anfang hat die Medizin überwogen und auch meine, da war ich wirklich, also habe ich schon einen halben Herzinfarkt gekriegt, bevor ich die Tür aufgemacht habe, weil ich gedacht habe, ich würde keine Fehler machen und diese Menschen mit ihren schlechten Blutwerten und hoffentlich stecke ich keinen an und mache ich was falsch und nachlesen bis in die Puppen und das Wissen. Ja, das ist natürlich immer noch wichtig, aber der Blick hat sich doch mit der Erfahrung fürs ein wenig geweitet auf den Hintergrund, ne, und auf die Familiengeschichten. Und ja, den sozialen Hintergrund und auch manchmal zu sehen, also wenn man so lebt, dann muss man auch krank werden. Und wie eben Einsamkeit inzwischen auch schon eine ziemliche Rolle bei uns spielt, ich glaube, diesen oder wie das in den Familien schwierig ist. Das zeigt sich ja gerade in so einer Extremsituation, ob das taugt, das Familiengefüge oder die Partnerschaft oder so. Da kann man schon erstaunliche Menschenreaktionen kennenlernen. Dann, obwohl ich es vielleicht für mich verachtenswert finde, zu versuchen, den Patienten wie dieses berühmte weiße Blatt, Shunyata, die Leere, zu betrachten und auch da verzeihend zu sein. Obwohl, und da würde ich dann schon trennen, ich persönlich denke, wie kann denn nur? Aber da versuchen, großmütig zu sein.
Das habe ich sicher auch gelernt und natürlich auch über die ernüchternde Erkenntnis in meine eigenen ziemlich schwarzen Ecken und Kanten. Also, dass ich auch manchmal sagen muss, ja, das habe ich auch schon mal gehabt. Ich hatte es anders, ich habe es nicht so ausgelebt, aber ich habe auch so einen Killerinstinkt. Und ich schaue, dass ich mein Schwert gut an der Hüfte halte, aber ich weiß, dass es genauso da ist. Und ohne das Zen wäre das irgendwie so völlig unter der Decke. Also das zu wissen, das ist da, das halten zu können. Und der Thich Nhat Hanh, der spricht ja immer von den oder sprach von den heilsamen Samen, oder die man hervorbringen soll. Und wissen, so wie die anderen ausschauen, sie nicht unter den Tisch zu kehren. Auch, also ich bin ja keine weit gefehlt, überhaupt Heilige, wenn ich da mal also so reagiert habe, dass ich selber erschrecke, zu sagen, ja, das war daneben. Und wie kam das? Also es zu analysieren, Buddhismus insgesamt und gerade das Zen hat ja eine sehr analytische Art. Was hat das mich dazu gebracht? Welche Körperreaktion, welche Gedanken davor? Wie habe ich mich da überhaupt hingebracht? Wie fühlt es sich jetzt an? Und ja, wie ich dann danach deute. Gibt es was, was du wiederum von sterbenden Menschen gelernt hast? Also Dinge, die man praktisch aus der unmittelbaren Nähe des Todes ins Leben tragen kann? Alles. Ich mache das ja schon eine Weile und ich bin immer noch sprachlos. Ja, über die Schönheit, auch über die Tapferkeit und den Mut. Und ja, das Edle, was das manchmal haben kann, die Klarheit, auch die Klarheit an Gedanken. Die Deutlichkeit in den Prioritäten, die sich auch überträgt natürlich auf das eigene Leben, wenn du das so siehst. Und es ist ein Vorbild. Also ich habe da auch einen kleinen Garten an Verstorbenen, die ich immer wieder gerne besuche, weil sie einfach so berührend waren und so faszinierend in ihrem Dahingehen und in ihrem in ihrer Großzügigkeit auch und letztendlich in ihrer Stille, würde ich auch sagen, und auch in ihrer Hilfsbereitschaft oder in ihrer Bereitschaft, Dinge auch mit mir zu teilen. Da lerne ich täglich. Es ist nie nur ein bisschen anders. Natürlich ist es im Hospiz anders als im Krankenhaus. Im Krankenhaus gibt es ja immer noch Hoffnung, ja, Hoffnung auf die nächste Therapie, Untersuchung, was auch immer. Hospiz ist klarer. Natürlich gibt es auch die Hoffnung, dass man da auch anders herauskommt. Aber es ist doch deutlicher. Und letztlich haben sie mich auch viel, im Zen geht es ja viel über Furchtlosigkeit, eine große Tugend im Zen. Und da haben sie mich auch viel gelehrt. So dass ich heute auch, das war so eine Unterhaltung am Wochenende jetzt, die ist nicht, dass man denkt zwar immer im Hospiz, jeder spricht über das Sterben, das stimmt aber nicht, sind eher kleine Momente. Und da haben wir uns tatsächlich darüber unterhalten. Und sie schloss mit den Worten, sie ist eigentlich richtig gespannt daraus und neugierig. Und da habe ich gedacht, wow, ja, da möchte ich auch hin oder so. Von daher habe ich ganz viel gelernt und tue das auch noch. Ist ja so, das ist in einer extremen Situation ziemlich dicht alles, manchmal auch in der Abfolge. Und eines auch noch, wenn man so krank ist, verschwindet die Planbarkeit, weil du nie weißt,
schmeckt mir morgens überhaupt der Tee? Kann ich überhaupt aufstehen? Werde ich so viel Schmerzen haben, dass ich gar nicht richtig denken kann? Oder passiert jetzt schon wieder irgendeine neue Fehlleistung meines Körpers? Das heißt, dass, so wie wir immer sagen, wir machen jetzt das und das. Und zu sehen, auch wenn nichts mehr planbar ist, was wir eigentlich wissen, dass es absolut gesehen das nicht ist, es keine Sicherheit gibt, wie doch manche mit einer bewundernswerten Festigkeit und Sicherheit durch diese Zeiten gehen können, obwohl die Wände vom Haus einer nach dem anderen einfallen. Das lerne ich auch. Du hast gesagt, irgendwas mit Schönheit, der Tod. Und dann habe ich mich gefragt, okay, was ist das Schöne an Tod? Das weiß ich nicht. Er ist natürlich auch grausam. Er ist nicht schön auf eine bestimmte Art und Weise, weil trotz Hospiz und allem, was man da so tun kann, ist in meiner unmaßgeblichen Erfahrung auch sehr schmerzhaft sein kann und manchmal auch wirklich richtig anstrengend sterben, trotz allem, was wir da heute begleitend tun oder lindernd tun können. Es gibt in der Palliativmedizin einen Spruch, der heißt, niemand muss mit Schmerzen sterben, so wie das früher war. Ja, nein, ja, weil der Abschiedsschmerz ist immer da, der bleibt. Ich kann natürlich versuchen, den anatomischen Schmerz zu nehmen. Mit Medikamenten, das wird mir auch gelingen, aber den oftmals sehr viel größeren Teil an spirituellem Schmerz, an Abschiedsschmerz, an auch Trauer über Dinge, die nicht getan worden sind, die nicht erlebt worden sind, den kann ich nicht nehmen. Und daher ist Sterben natürlich nicht schön, ja, auch weil, wegen allem. Andererseits kann da eine Nähe und eine Kostbarkeit der einzelnen Momente auftreten, auch eine Innigkeit, die häufig nicht sprachlich ist, die durchaus etwas von Schönheit hat. Ja, aber ich möchte es auch nicht verbrämen, denn wenn jemand oftmals ja weit vor seiner Zeit gehen muss und natürlich gegen den erklärten Willen, dann ist das nicht schön. Du hast das auch nicht so gemeint in dem Sinne und lässt sich auch nicht schön reden. Ja. Und sollte auch, glaube ich, nicht so betrachtet werden. Ich sage das eher, weil es manchmal in der Palliativarbeit so die Meinung gibt, dass schöne Sterben ist. Sterben, wo du also die ganzen Dinge auf deiner Liste erledigt hast, dich von dir verabschiedet hast und ja, Briefe geschrieben hast und das ist oft gar nicht so. Ja, da geht man und hat irgendwie, lässt den ganzen Rest hier oder auch nicht und jeder kann das, glaube ich, heutzutage gerade bei den chronischen Erkrankungen so ein bisschen auch für sich selber entscheiden und hat da seinen ganz eigenen Weg. Ich hab mich nur gefragt, weil es ist ein Thema, wo man gar nicht oft darüber spricht, auch mit seiner näheren Person. Aber jetzt, wenn ich zum Beispiel nah bin an einer Person, der jetzt geht und ich auch in dem Raum bin, was hilft oder was sollte man tun, wenn man in dieser Situation ist? Gibt es Kleinigkeiten, die vielleicht den gehenden Personen unterstützen, die man vielleicht eben nicht weiß? Gibst du einen Tipps? Ja, also die ganze Ausbildung zum Hospizbegleiter besteht eigentlich aus einer Sensibilisierung. Wie mache ich das? Ja, wie drücke ich den Türknauf runter? Wie gehe ich da rein? Wie bestimme ich, oder ich würde eher sagen, wie erfühle ich den Abstand zwischen mir und dem Bett? Wie nah gehe ich ran? Frage ich, darf ich mich hinsetzen? Bleibe ich erstmal stehen?
warte ich, bis ich Eintritt bekomme. Ja, und dann natürlich würde ich erstmal sagen, es hilft, wenn man selbst keine Angst hat. Weil, also du hast das, glaube ich, nicht so einfach gemeint. Es ist auch nur eine Art, das zu beantworten. Also kann ich jetzt da fragen, wie geht's denn? Darf man das fragen? Ja. Oder darf ich sagen, oh Mann, ich freue mich auf die Osterferien, wenn da keine sind auf der anderen Seite. Und in den Kursen sprechen wir auch darüber. Also ich würde aus sagen, man kann sagen, wie geht es denn heute? Ja. Und dann auch mal so hören. Und natürlich, neulich hat jemand zu mir gesagt, na klar interessiert mich das, noch bin ich hier. Da ging es um Ergebnisse von Wahlen. Ja. Das heißt, da ist auch noch ein großes Interesse an der Außenwelt. Da kann man auch von erzählen. Ich würde sagen, es gibt, das ist natürlich sehr verschieden, aber es gibt auch nichts, was man falsch machen kann. Ja, außer Mitleid im Sinne von auch, sondern ganz normal. Obwohl natürlich nichts normal ist. Das hat auf jeden Fall meine Frage beantwortet, weil ich hab gar nicht daran gedacht, weil ich würde zum Beispiel auf jeden Fall Angst haben und man übermittelt all das, was man hat und wie du sagst, einfach normal sein und einfach in Präsenz einfach also wahrnehmen, also dass der Person einfach auch deine Präsenz wahrnimmt. Das ist etwas Wichtiges. Ich dachte, vielleicht kann man auch den Hand halten und wenn was dann. Es war meine Vorstellung, dann oh, vielleicht sagen, ich bin hier und weil wahrscheinlich haben auch oft Menschen Angst, die auch gehen, oder? Weil die wissen ja auch nicht, was die dann erwartet, wenn die wahrnehmen, dass die auch gehen. Weil viele wahrscheinlich, also ja. Also, zunächst zu dem Handhalten, das ist ja immer ein schönes Bild. Wäre ich vorsichtig. Es sei denn, du kennst ihn wirklich gut, weil Berührung möchte nicht jeder. Und da muss man, das ist eine feine Energiesache, ob das dann gerade passt oder nicht. Ja. Und mit der Angst natürlich werden. Viele sagen, sie haben bis vor dem Tod vielleicht keine Angst, aber vorm Sterben, weil es die große Unbekannte ist, das wissen wir ja auch nicht. Und weil schon da manchmal Zustände auftreten können, die beunruhigend sind, wenn Dinge gesehen werden oder erfahren werden, die jetzt so mit unserem rationalen Sehen und Fühlen nicht so viel zu tun haben. Aber da kann man drüber sprechen. Und ich glaube, die Angst nehmen, das ist so, wie wenn man Kind im Dunkeln sagt, hab keine Angst, das geht nicht, weil es eine Emotion ist oder ein Gefühl. Ja. Letztendlich, was wir machen können, deswegen gibt es Hospize und gibt es die Hospizarbeit, wir können sagen, wir bleiben bei ihnen oder bleiben dabei, gehen den ganzen langen Weg mit, auch wenn es oft schwierig ist und wenn manchmal natürlich auch die Reaktionen derjenigen etwas anstrengend sein können, weil es ist eine Ausnahmesituation und da kann es manchmal auch Ausschläge in alle Richtungen geben. Wir bleiben dabei und wir tragen das und das ist ja oft für die Familie oder wenn es da Angehörige oder Zugehörige gibt, etwas schwieriger, weil da natürlich die Bindungen und die ganzen Verwobungen, Verwringungen etwas ausgeprägter sind. Aber wenn ich als Außenstehender sage, also ich bleibe dabei und idealerweise kennen wir uns auch schon ein bisschen länger, dann kann das eine vielleicht angstlösende oder mindernde Säule sein in dem ganzen Gefüge. Aber letztendlich ist das natürlich auch ein Weg, den wir alle alleine gehen müssen. Und den wir auch, glaube ich, wirklich nur, also es ist ein
Ja, oft, jetzt spreche ich eher so aus der Medizinsicht, ein Vorgang, den wir als Ärzte zu sehr medikalisieren, weil es ist nicht immer erforderlich, längst nicht immer. Auch die Palliativarbeit hält sich da, ist da manchmal ein bisschen zu proaktiv, ja, damit es bloß nicht wehtut. Morphin ist ein spiritueller Vorgang, der seinen Raum braucht und der eigentlich nicht, also längst nicht immer medizinisches Eingreifen erfordert. Das ist so wie zum Beispiel aushalten, auch wenn es schwierig ist. Das ist ja interessant. Vielen Dank. Ich denke, ein wichtiger Punkt beim Reduzieren der Angst, vielleicht jetzt aus der Ich-Perspektive, also gar nicht in der Rolle der begleitenden Person, sondern wirklich für sich selbst, wenn man stirbt, ist ja, dass man sich davor schon mal damit ein bisschen auseinandergesetzt hat. Also so, es wird immer überraschend sein. Also so, zumindest wenn man dann irgendwie eine Diagnose bekommt, ist das überraschend. Dann ist vielleicht der Prozess dahin schon mal eine Vorbereitung und dann der Tod selber vielleicht nicht ganz überraschend. Aber trotzdem ist ja diese überwältigende Nachricht, wenn man sich nie mit dem Sterben auseinandergesetzt hat, Angst auslösend bei vermutlich den meisten Menschen. Und bei uns in der Kultur ist aber die Auseinandersetzung mit dem Tod nicht so verbreitet. Ist zumindest mein Eindruck. Würdest du sagen, dass es sinnvoll wäre, dass man den Tod mehr so ins Leben holt und dass man sich öfters damit beschäftigen sollte? Naja, als Zen-Übende muss ich natürlich sagen, dass eine der vielen guten Aspekte, ich kann nicht sagen, dass es der Aspekt ist, aber also wir atmen aus und geben ab und wir atmen ein und bringen uns hervor. Ja. Würde das, man kann das dramatisch ausdrücken und sagen, Leben und Sterben in jedem Augenblick. Aber es hat etwas davon, wenn dass ich mich hervorbringe und dann verschwinde ich. Und ich übe das 10.000, 100.000 sowas mal. Das ist auch eine Vorbereitung. Da, ich glaube, der Dalai Lama hat gesagt, wir üben diesen letzten Atemzug. Und für das Zen gilt, was ja eine gegenstandslose Meditation ist, gilt das als so eine schlichte Übung ziemlich konkret. Ja, und schaue, dass ich diesen Moment, diesen endlosen und winzig kurzen, vollkommen ausschöpfe und erlebe, sodass sozusagen kein Rest übrig bleibt. Dann ist er gestorben, der Moment. Und dann kommt ein neuer Moment, so wie eine neue Sitzrunde kommt, wo ich denke, na, jetzt aber. Und das ist eine Praxis. Und ich würde auch sagen, es ist eine Praxis sowohl des Hervorbringens als auch des Abschiednehmens. Und eine gute und sehr weise Vorbereitung für Zeiten, die dann schwieriger werden. Daher würde ich sagen, es ist sehr ratsam, sich vorher damit zu beschäftigen. Natürlich beantworte ich ja dann auch schon die Fragen irgendwann. Warum bin ich überhaupt hier? Das heißt, also so viele Menschen machen sich, also die Frauen sagen meistens, sie haben das Leben nicht gelebt, was sie eigentlich leben wollten. Und die Männer sagen, sie haben zu viel gearbeitet. Und dann ist es tatsächlich zu spät, wenn die Diagnose da ist. Das war's dann. Dann kann ich natürlich noch ein bisschen dieses oder jenes machen, aber ich kann das nicht wiederholen. Ich spreche jetzt nicht unbedingt so von Selbstverwirklichung, aber schon und auch nicht, ob man da noch mal irgendwie nach Italien fahren soll, sondern dass ich so das, was ich so denke, was ich machen möchte und was ich ausfüllen möchte, den Raum, muss gar nicht unbedingt mit Aktivitäten sein, kann sein, dass ich da die Grenzen verschwinden lasse, ob es jetzt so ist. Weil ich immer denke, ich kann nicht zeichnen, das anzufangen, oder ob es, das meine ich eigentlich viel mehr, dass es im Kopf ist, dass ich meine vorgefertigten Meinungen da lockere und mal in eine ganz andere Richtung denke. Vielleicht auch mal irgendwie mich da nur den ganzen Tag leiten lasse von den Gedanken der anderen oder der Energie einfach.
ohne immer so bestimmt zu werden und ständig zu denken, ich müsste alles regeln. Denn das passiert auch im Zen automatisch, obwohl ich viel mehr Verantwortung übernehme für mein Leben, natürlich auch für andere, gebe ich ab und lasse ich das Leben mich leben. Und es lebt sich deutlich besser damit, weil das Leben so viel mehr Weisheit hat als dieses kleine Ich. Und das ist eine ideale und sehr solide und also jahrhunderte alte Vorbereitung auf mein Sterben. Würde ich gar nicht sagen, dass es das leichter macht oder irgendwie angenehmer, aber zumindest kann ich dann mit etwas üben. Ich habe in den, weiß ich nicht, 20 Jahren, in denen ich der Tumor als Tumorärztin arbeite, ist nie erlebt, wie es so Bücher gibt, spirituelle Transformation durch die Diagnose. Es gibt diese Bücher, also würde es das schon geben. Ich habe nur Menschen erlebt, die, also überwiegend, bis auf ganz wenige Ausnahmen, wie du das auch beschreibst, die Diagnose komplett überfordert hat. Also nicht nur im Moment, sondern auch die ihnen eigentlich die Füße unter den Boden entzogen hat und sie haben sie auch meistens nicht wiedergefunden, weil das nicht der Plan. Also wenn es jetzt nicht jemand ist, hochaltrig, ja, wo man, der dann sagt, naja, habe mein Leben gehabt, sondern meine Patienten sind eigentlich eher so in ihren 50ern oder jünger. Das war nicht, das war gar nicht auf dem Schirm. Und dann wird natürlich noch versucht, sozusagen das hinauszuschieben und zu verhandeln und zu planen. Und manchmal gibt es auch eine kleine Versöhnung dann noch, aber längst nicht immer. Und natürlich, ich würde schon sagen, je mehr Versöhnung gelingt in erster Linie mit sich selber, aber manchmal natürlich auch ganz konkret, desto ruhiger ist schon irgendwie das Sterben. Aber manchmal ist es auch wirklich ein Ringen, so dass dieses christliche Wort Erlösung, also das habe ich auch erst da verstanden, dass das manchmal eine echte Erlösung ist, wenn jemand dann gehen kann, so dass einige von den erfahreneren Schwestern auch sagen, oh, er hat es geschafft. Ein schweres Werk. Gibt es noch was, was du vielleicht gerne noch mit auf den Weg geben willst? Naja, nur, dass ihr ja dieses Interview zu einer bestimmten Zeit aufzeichnet, irgendwo wir so in so schwierigen Zeiten leben. Also mein Alltag besteht ja schon noch, ist noch sehr bestimmt, gerade im Moment von Corona und auch von Menschen, die ziemlich krank werden durch Corona und von einem Gesundheitssystem, was auf die Krankenhäuser bezogen, was durch diese Pandemie schwer gebeutelt ist und was sich auch, glaube ich, nicht mehr so erholen wird wie früher und wo es so große Probleme gibt, die zu lösen sind. Denn beim Mikroskopieren ist es so, da wo der Ausstrich dünn ist, sehe ich die Zellen am besten, kann ich sie am besten unterscheiden. Und in den extremeren Situationen, wenn man kr so krank wird, dass man ins Krankenhaus muss, ist eine extreme Situation, kann man manchmal klarer sehen. Und in dem Sinne, denke ich, ist so ein einfacher Krankenhauskosmos ist schon eine Welt für sich, aber ist auch ein guter Spiegel der Gesellschaft. Dass wir da einige Extreme haben, die wir kaum noch halten können. Und heilsam ganz anders definieren teilweise, auch uns selber gegenüber, also denjenigen, die diese Angebote machen sollen, die zuständig sind für Gesundung. Ich werde darüber nachdenken müssen und dann können wir das natürlich auch ausdehnen auf Umwelt und diese Dinge. Und ich glaube schon, wenn wir jetzt auch diese schwer erträgliche Situation in der Ukraine angucken, dass wir uns beeilen müssen, so mit unserem Bewusstsein
Wandel. Und daher sind so theoretisch sie auch sein müssten, solche Zusammenkünfte wie in Berlin gut. Aber letztendlich ist es, findet es nicht im Kopf statt. Erleuchtung ist nichts, was herunterregnet, sondern es ist Handlung. Nur das zählt. Und dass wir da, glaube ich, uns auch mehr zutrauen sollten. Natürlich, die großen Dinge der Welt kann ich überhaupt nicht verändern. Ich kann auch nicht sagen, ich wüsste schon, wie ich das jetzt, wenn ich Herr Schulz wäre, was ich machen würde, aber ich bin nicht Herr Schulz. So. Aber ich kann auf meinem kleinen Bereich, kann ich ja schon ziemlich viel tun und auch echten Frieden schaffen. Und kann das durch einfache Verhalten tun oder auch durch kleine Korrekturen und auch die Schönheit sehen, die im Verzicht liegt. Und damit meine ich nicht Askese. Und dann mal sehen, wo wir dann rauskommen und ob das nicht für mich und auch für andere doch ein, sagen wir mal, ein ja, beständigeres und das Wort ist immer nachhaltigeres und glücklicheres Leben letztendlich ist, als so polar, wie wir uns da inzwischen aufstellen. Ja, langes Schlusswort, Entschuldigung. Sehr schön. Dankeschön, ja, sehr wichtig. Also so auch wirklich ins Tun gehen und da wirken, wo man wirken kann. Und das möglichst sinnvoll, ja. Dankeschön. Danke. Vielen Dank für die schönen Fragen.